Allah subhanahu wa ta'ala hat aus allen Planeten die Erde auserwählt. Allah subhanahu wa ta'ala hat aus den Milliarden von Engeln Jibril alayhi salam zum Besten auserwählt. Aus den 12 Monaten des Jahres hat Allah azza wa jal den Ramadan auserwählt. Und aus den 7 Tagen der Woche hat er subhanahu wa ta'ala den Freitag auserwählt. Allah tut, was er will. Und aus den Milliarden und Milliarden von Menschen hat Allah subhanahu wa ta'ala nur einen kleinen Teil auserwählt und sie zu seinen Gesandten und Propheten gemacht. Und unter ihnen hat Allah 5 zu den Propheten mit großer Macht erkoren. Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s., Noah a.s., Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und aus diesen 5 Propheten hat Allah subhanahu wa ta'ala einen auserwählt. Aber Allah ernannte diesen nicht nur zum besten Propheten. Allah ernannte ihn nicht nur zum besten Menschen. Allah azza wa jal sagt: Ja, Muhammad, du bist das beste Geschöpf, das ich jemals erschaffen habe. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die anderen Propheten im Koran spricht, sagt er: Friede sei mit Ibrahim, Friede sei mit Noah, Friede sei mit Musa und Isa. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht: Diese Ehre wurde unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Allah und die Engel überbringen ihm Frieden. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Diese Ehre wurde unserem geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Deshalb frage ich uns: Wie viel wissen wir über ihn? Die Sahaba beschrieben den Propheten alaihi wasallam: Er war weder groß noch klein. Er sallallahu alaihi wasallam war von mittlerer Statur. Seine Hautfarbe war weder dunkel noch hell. Alles an ihm war mittelmäßig. Sein Gesicht strahlte nur so schön wie der Mond. Er hatte eine hohe Stirn. Seine Augenbrauen waren gebogen und nicht verbunden. Und er hatte lange Wimpern. Sein Haar war pechschwarz. Weder war es glatt noch gekräuselt. Es war wellig. Manchmal ließ er sein Haar bis zu den Schultern wachsen. Und manchmal rasierte er es gänzlich ab. Er hatte ausgeprägte Wangenknochen und seine Wangen waren leicht rötlich. Seine schwarzen Augen waren groß und stets lächelte er sallallahu alaihi wasallam. Seine Zähne waren strahlend weiß und er hatte eine Zahnlücke. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte einen vollen Bart. Wenn er zornig wurde, war auf seiner Stirn eine Ader sichtbar. Seine Schultern waren breit und der Bauch flach. Seine Brust war nur leicht behaart. Die Hände des Gesandten a.s. waren groß und seidenweich. Sein Körperbau war athletisch. Selbst in hohem Alter ragte sein Bauch niemals heraus. Wenn man ihn ansprach, wandte er sich niemals ab. Er wandte sich einem stets mit dem ganzen Körper zu und schenkte einem vollste Aufmerksamkeit. Wenn man seine Hände schüttelte, zog er die Hand niemals als erster zurück. Sein Charakter war einzigartig anständig. Er war stets genügsam und bescheiden. Über seinen Charakter sagte man: Er war wie eine Jungfrau hinter einem Schleier, bezogen auf seine Schamhaftigkeit. Aber das war kein Zeichen von Schwäche.